Morgen. Es ist jetzt 6.30 Uhr, glaube ich. Die Maus schläft noch. Bernd ist jetzt gerade mit dem Smurfy raus. Und es ist Sonntag. Und ich sehe fürchterlich aus, aber egal, das kennt ihr schon. Eigentlich wollten wir heute zur Hundewiese gehen. Ich mache mal eben Kaffee. Und dann, ja, ich erzähle euch dabei. Aber ich glaube, der Wasserkocher stört, ne? Achtung, jetzt wird es richtig laut. Na, jedenfalls wollten wir eigentlich zur Hundewiese heute, aber ich also wir waren beide ganz viel wach heute Nacht, Bernd und ich. Uns lässt es einfach nicht los, das Thema, dass wir jetzt einfach auswandern. Einfach, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Also ich gucke ja immer die Auswanderer. Also nicht immer, jetzt schon, seitdem Livia da ist, gucke ich die nicht mehr, weil ich keine Zeit habe. Aber früher habe ich die immer geguckt. Und da haben wir so oft Auswanderer gesehen und haben gesagt, oh, sorry, wie doof die sind, ne? Weil wenn die zum Beispiel hier ein gut laufendes Geschäft hatten und so, die haben alles aufgegeben, um auszuwandern so und ins Ungewisse zu gehen. Und wir haben immer gesagt, boah, sind die doof, ne? Die können da nicht hier alles aufgeben, was gut läuft, um ins Ungewisse zu gehen. Und jetzt wollen wir dasselbe machen. Aber bei uns ist etwas anders, denn also wir wollen ja nicht ins Ungewisse gehen. Also erstens haben wir schon ein Haus dort und zweitens, also müssen wir da ja nicht uns wieder selbstständig machen oder halt Arbeit suchen oder so. Das ist ja alles schon geregelt und geplant. Das ist einfach so, jetzt hier die Komfortzone verlassen. Und das, damit tun wir uns so schwer, so. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. So, auf der einen Seite ist dieser Wunsch halt da. Ich habe mir gerade ein Stück Kuchen abgeschnitten. Das zu tun, dahin und in unser Haus. Und das ist so schön. Und wir waren gestern Abend hier in den Feldern spazieren. Und wenn man eine Seite guckt, wenn man spazieren geht, dann sieht man halt so Siedlung. Wenn man in die andere Seite guckt, dann haben wir Sonnenuntergang gesehen und Feld und nichts, halt einfach so Natur. Und dann haben wir gesagt, guck mal, wenn wir in Ungarn wären, dann sehen wir das so aus dem Wohnzimmerfenster, ne? So, da ist halt, also das ist so wunderschön da. Ja, das ist echt die Komfortzone verlassen und man sträubt sich so. Und dann sagt man immer so, erst hatten wir ja gesagt 2028, dann haben wir gesagt, viele haben ja dann vermutet, weil ich jetzt schwanger war, also Olivia da ist, dass wir das gar nicht machen, dass wir das verschieben, aber das ist ja überhaupt nicht so. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wenn Olivia in die Schule kommt, also das wäre ja dann 2027, glaube ich, also ein Jahr eher, dann haben wir noch früher gesagt und so immer früher, früher, früher und jetzt wollen wir ja am liebsten Ende diesen Jahres schon los. Ich weiß nicht. Wo ist denn mein Pömpel hier? Das bereitet uns halt Kopfzerbrechen. Und dass wir halt Nächte wach liegen oder wach werden. Also wach werden wir sowieso von Livia zwischendurch. Aber dann kann man halt nicht mehr einschlafen, wenn man drüber nachdenkt. Man denkt den ganzen Tag daran. Klar. Ist es jetzt auch so, dass die aktuelle Situation das alles noch beschleunigt, weil man hier einfach keine Lust mehr hat. Nur, da müssen wir uns ja immer wieder bewusst machen, das ist ja in Ungarn auch. Nur, ich weiß nicht, das ist anders. Jetzt gibt es erstmal Kaffee. Zur Feier des Tages gibt es wieder hier unsere
Super Papa und Super Anja ungarischen Tassen. Die erinnern mich immer an letztes Jahr, als wir da im Geschäft waren in Ungarn und die ausgesucht haben. Mhm. Ja. Mhm. Also in dem Vlog von gestern habe ich euch diesen Kuchen hier verlinkt. Nusskuchen. Der schmeckt so lecker. Richtig lecker. Okay, ihr Lieben. Wir trinken jetzt Kaffee. Und dann gucken wir mal, ob wir auf die Hundewiese gehen. Wir sind heute auch auf den Geburtstag eingeladen. Bernds Papa hatte Geburtstag. Mal gucken, was wir alles so machen. Also, der Papa schneidet die Fleischwurst für die Hundewiese, für den Smurfy. Wir gehen jetzt. Und wir haben die ganze Zeit jetzt hin und her überlegt. Also ursprünglich war es ja geplant, wenn wir in ein paar Jahren abhauen, dass wir zwei Haushalte haben. Also in Ungarn schon alles eingerichtet und hier dann alles loswerden. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir so früh auswandern, dann wäre es ja günstiger wahrscheinlich, dass wir so einen Container mieten, so einen großen. Dann hat der Bernd jetzt gerade recherchiert, was sowas kostet und ja, ob wir das machen, ob sich das lohnt. Was nehmen wir mit? Ich ziehe mir gerade meine Schuhe an, deswegen hier. Und sowas alles. Ja, ich filme das jetzt hier so auf die Schnelle, weil ich will das festhalten. Für uns auch später, dass wenn wir wirklich auswandern, dass ich dann die Playlists angucken kann. Wie war das damals, die Entscheidung? Das habe ich damals in England ja nicht gemacht, als ich ausgewandert bin. Und ich würde das heute so gerne nochmal sehen. So, wie war die Entscheidung damals und wie ist das alles abgelaufen und so. Das verblasst halt, ne, so über die Jahre. Das ist jetzt 15 Jahre oder so her, ich weiß nicht genau. Und ja, deswegen nehmen wir euch mit bei diesen Schritten und Überlegungen und Entscheidungen. Bernd, was sagst du mit dem Container und so? Habe ich gerade erzählt, dass du da schaust? Das ist eine Option, ne? Ja, genau. Zack. Muss halt alles durchgerechnet werden. Oder ob man von Ungarn aus sich so einen Sprinter oder einen LKW mietet und dann hierhin kommt und wieder zurückfährt. Achso, ja, ich gehe in Schlafanzug zu Hundewiese. Ich glaube, dass das so in der Summe halt günstiger sein wird. Wenn wir mit dem Container. Ja, klar. Ja, und einfacher, weil du nicht zwei, dreimal fahren musst, ne? Ja. Mit euch dann auch, vielleicht alleine oder so. Ja, und so, den kann man dann hier vollladen und dann ein paar Tage später wird er nach Ungarn transportiert oder ist dann in Ungarn. Und dann haben wir auch gesagt, weil wir ja hier für die Küche nachbestellt haben, diese Fußsockelleisten, die stehen ja hier im Flur, da sind die. Die brauchen wir dann jetzt gar nicht anbringen, weil wenn wir Ende des Jahres rübergehen, dann können wir die für Ungarn nehmen, dann nehmen wir die Küche nämlich mit. Und haben die 5.000 Euro fürs Umzugsunternehmen, womit wir voll unzufrieden waren, umsonst ausgegeben. Musst du nicht mitrechnen, nee. Amateuren, ne? Das wussten wir ja alles nicht. Gut, wir gehen jetzt erstmal zur Hundewiese. Handy mit runtergenommen? Nicht, dass ich wüsste. So, ein paar Stunden später. Wir haben uns schon mal ein bisschen fertig gemacht, weil wir ja gleich zu Bens Eltern fahren. Und ja, die Planung geht immer weiter. Wir haben uns jetzt als Ziel gesetzt, Anfang bis Mitte nächsten Jahres, also 2022, dass wir für da jetzt alles planen. Wir können jetzt natürlich nicht einfach hier alles abbrechen. Wir haben den Laden, den würden wir, wenn es geht, gerne verkaufen. Wenn man den verkauft bekommt zur jetzigen Zeit, müssen wir halt alles gucken. Der Bernd hat ja nach Containern geschaut, da gibt es im Internet, das hat er mir gezeigt, da wird dann so gezeigt, was alles in einen Container reinpasst. Da gibt es ja verschiedene Größen. Und ja, den würden wir uns dann bestellen. Was wollte ich jetzt sagen? Worauf wollte ich jetzt? Achso, dass die genauen Preise kriegt man nur, wenn man seine Kontaktdaten da einlegt. Aber du hast ausfindig gemacht, 2.000 bis 3.000 Euro kostet der. Mhm. Türkei oder genau. Griechenland. Türkei, habe ich nicht gefunden. Türkei oder Griechenland, 2.000 bis 3.000 Euro. Man kann ja, ne, Ungarn nicht teurer sein. Genau, weil Ungarn ist halt nicht so weit weg und ist nicht mal
kein Seeweg, deswegen, aber genaue Preise muss man halt alles angeben, das wollte Bernd jetzt nicht machen, dann ruft er da morgen oder so mal an. Aber vielleicht hat ja jemand von euch schon Erfahrung, wie das ist mit so einem Container, denn das ist jetzt für uns ganz neu. Ursprünglich, habe ich ja heute Morgen schon mal gesagt, wollten wir ja so auswandern, dass wir quasi zwei Haushalte hätten. Wenn wir jetzt in, weiß ich nicht, 6 Jahren auswandern würden, hätten wir Ungarn schon komplett eingerichtet und hätten hier alles verkauft, verschenkt, weggeschmissen. Jetzt nehmen wir natürlich lieber alles mit, weil wir haben ja hier gerade viel neu gekauft und das nehmen wir mit lieber. Ne? Und auch so die ganze Kücheneinrichtung und so. Was heißt, ja. Ein Container kostet 10.000 Euro, das kann man nicht vorstellen. Nee, aber wenn ihr da Erfahrung habt, schreibt uns das mal gerne in die Kommentare. Ein bisschen telefoniere ich mal ein bisschen rum schon mal. Genau. So, wenn einer von deinen Freunden was weiß. Dass wir den Laden verkaufen wollen, kann ich ja ruhig sagen, ne? Ja, wenn das dann... Ja, jetzt natürlich nicht. Wenn das dann soweit ist, Spruch dann wird der Laden verkauft, genau. Ja. Haben auch schon jemand im Auge, also der wurde schon angeklopft. Ja, aber mal schauen. Details wissen wir auch noch nicht. Deswegen, also es wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren, wahrscheinlich, aber übermorgen. Aber die Planung ist schon so konkreter. Sehr viel konkreter, ja. Bei uns auch, das hat gesagt, weil wir uns hier nicht mehr nur so wohlfühlen. Naja, das wissen die ja, dass wir uns hier nicht mehr so wohlfühlen. Oder? Weil dann vielleicht nicht anders. Ja, wir fühlen uns einfach nicht mehr wohl in Deutschland. Ja, klar, was auch Corona-abhängig ist, aber Corona ist ja in Ungarn auch. Ne? Es ist ja nicht so, dass Corona nicht in Ungarn ist. Nein, Corona einfach so. Lebensstil, Infrastruktur, alles. Ja. Er ist pisst. Der Hund? Der ist müde. Wir waren voll lange auf der Hundewiese und der ist richtig viel gerannt und jetzt irgendwie kommt er nicht zur Ruhe, weil wir immer ihn wecken. So, dann kuschelt er sich ein bei uns auf dem Sofa, dann nee, jetzt gehen wir duschen, dann geht er in sein Körbchen, dann kommt der Staubsauger, der Roboter macht ihn wach. Ja, genau. Wir haben auch, also ich vor allem, lange überlegt, ob wir das hier auf YouTube erzählen sollen, aber ich möchte halt euch wirklich daran teilhaben lassen, an unseren ganzen Entscheidungen, weil wenn wir jetzt nächstes Jahr auf einmal sagen, wir wandern jetzt aus. Wir sind weg. Haben die Kamera vergessen. Oh. Nein, dann kann das keiner nachvollziehen, unsere Entscheidung. Zweitens finde ich das schön für uns als Videotagebuch, dass wir das immer wieder sehen können. Ja, weißt du noch damals? Ja. Wie dumm wir waren. Guck mal, als wir uns selbstständig gemacht haben, wenn wir das jetzt damals schon gemacht hätten, ich YouTube. Ich hätte lange nicht schlafen können. Ja, aber das wäre total interessant gewesen. Ja, lange echt nicht schlafen. Ich weiß. Und Nacht habe ich heute jetzt auch hinter mir, als wir da gestern konkret darüber gesprochen haben. Ist noch nicht beschlossen, aber trotzdem ja, so. Ja, trotzdem ne? Nimmt es immer mehr was Form wäre, an mit dem Auswandern. Was wäre, wenn es halt ne, doch schief geht, aber warum? Ne? Aber warum soll es schief gehen? Kann ja auch hier schief, kann ja alles passieren. Ne? Ja. Man hat vielleicht einen gut laufenden Laden, ist aber im nächsten Jahr auch nicht gefährdet, aber trotzdem. Ne? Man kann immer was passieren. Ja, aber trotzdem hat er bis jetzt immer, auch wenn es sich für andere immer komisch angehört hat, es hatte immer Hand und Fuß bis jetzt, was wir gemacht haben. Und wir haben immer einen Notfallplan. Wenn wir in 5 Jahren oder in 10 Jahren nach Deutschland kommen und können dann Kaffee oder Dampf da trinken, ist halt irgendwie voll cool. Weil, ne, das ist das, was man erschaffen hat und das gibt es halt immer noch. Mal schauen. Ja. Ja, und jetzt steht uns bevor, halt auch unser ganzen Bekanntenkreis das zu erzählen. Ne? Das, also... Familien- und Bekanntenkreis, weil die Meine Videos Eltern. Schauen. Das ja. War's. Nein, du hast ja Freunde. Mehr. Du hast ja mehr Smurfy. Freunde und Bekanntenkreis, alleine vom Laden her. Ja. Die wussten das zwar alle, dass wir in ein paar Jahren abhauen wollen, aber ein paar Jahre, das ist immer so. Nehmen wir die mit? Weit weg, nein, wir nehmen keinen mit. Die können alle kommen, aber wir gehen für uns. Wir können uns alle besuchen kommen. Homeskeeper. Ja. Naja, mal schauen. Jetzt hoffen wir erstmal, dass wir im Sommer hinkommen nach Ungarn, ne? Mhm. Aber einrichten müssen wir jetzt auch nicht, weil wir nehmen dann alles mit. Oh Mann, Leute, ey, das ist so aufregend. Wenn das so klappt alles, ne? Ja. Wie, wenn das klappt alles? Wenn das alles so klappt. Das weiß ja nie, ne? Wird schon klappen. Kann ja sein, dass wir im Lotto gewinnen, dann fliegen wir zum Mond. Ja. Nein, aber, ne? Stand jetzt. Aber trotzdem, vielleicht kriegst du mal viel Welpen. Jetzt wird's komisch. Jetzt gehe ich was essen, wir fahren gleich. Und das ist jetzt wieder ein Video für Auswandern Ungarn Staffel 4. Und morgen kommt dann wieder ein Daily Vlog, da werden wir dann nicht so viel über das Auswandern reden. Aber wir nehmen euch halt mit, immer mal wieder.
zum Thema Auswandern. Und an den anderen Tagen kommen halt ganz normal die Daily Vlogs. Habe ich mir gedacht. Na? Mhm. Ja. Was denn? Sag einfach ja. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.